liebe YouTuber, in diesem Video stelle ich euch die Produkte der Beauty Survival Bag vor und ich hoffe, ihr habt Spaß, ich hoffe, es sind Produkte dabei, die ihr mögt und wollt und vielleicht noch nicht habt, das wäre sehr ideal. Und ja, heute war ich nämlich im DM und habe dann die restlichen Sachen gekauft für euch und die stelle ich euch jetzt schnell vor. Zuerst fange ich mit den Produkten an, die ich euch ja schon vorgestellt habe. Das wäre einmal die Balea-Reinigungstücher. Da sind 10 Stück drin, die kosten 65 Cent. Und die kann ich jedem empfehlen. Die sind preisgünstig, billiger als die Baby Young Care, die ich mal eine Zeit lang auch benutzt habe. Aber ich finde die wirklich nicht so gut. Also die kann da schon mithalten und die ist billiger. Und die ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Also kann ich jedem empfehlen. Oder der, der Glück hat, bekommt sie ja geschenkt. Genau, die habe ich euch dann vorgestellt. 65 Cent habe ich gesagt, ne? Dann ein Top-Sealer von Essence. Der wirklich ein Top-Top-Produkt ist. Wirklich, wirklich. Der ist wundervoll und ich liebe dieses Produkt. Das gehört zu meinen absoluten Favoriten und das ist so ein kleiner Geheimtipp für mich an euch. Und ja, der kostet 2,45 Euro und der ist super. Okay, das habe ich euch gekauft. Dann habe ich euch noch... Nein, dann tue ich euch... dann tue ich euch noch diese Eyeshadow in der khakifarbenen Farbe rein von Wildcraft Limited Edition, die ich auch habe. Tue ich euch da rein. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel es gekostet hat, aber ich glaube zwischen 1 und 2 Euro. Und ja, wirklich eine wunderschöne Farbe und passend zum Herbst. Genau, und zu diesem khakifarbenen Eyeshadow habe ich euch, naja, das ist nicht ganz khaki, aber so ein Olivgrün, nenne ich das jetzt einfach, ein olivgrüner Nagellack gekauft von P2. Das ist die Farbe 601 Good Luck und der ist wirklich schön. Ja, genau. Dann habe ich euch diese beiden Farben gekauft. Das ist einmal ein, das kommt jetzt leicht dunkelrot drüber, aber das ist ein bärtiger Ton, so wie Himbeerfarbe. Und eine wirklich mädchenauffällige Farbe. Mädchen, ach ihr wisst schon, so ein Pink. Ist wirklich eine Mädchenfarbe, finde ich. Und die beiden Farben finde ich wirklich wunderschön. Man kann nie genug Pinktöne haben, finde ich. Und der bärtige Ton ist eine Abwechslung für grelle Farben. Und der passt super in den Frühling, finde ich. Und ja, der heißt Can't Get Enough. Die Nummer 691. Und der heißt 630 Passion. Genau. Und zu diesem Nagellack habe ich euch den fast passenden Lippenstift gekauft. Das ist sozusagen eine Mischung von dem und dem. Und dann kommt sowas raus. Erkennt ihr das? Cool, ne? Spaß. Also, der ist auch rosa. Und ein Tickchen dünkler als der hier. Weil der ist so richtig grell. Und der ist so ein richtiger, schöner... Auch ins leicht bärige, gehende Ton oder Farbe. Und der ist wirklich wunderschön. Genau. Das war die Farbe 115 Union Square von P2. Und die P2 Lippenstifte kosten nur 1,95, was mich gerade schockiert habe, weil ich das Video zum zweiten Mal drehe. Und ja, die sind wirklich billig und die sind wirklich gut, weil es so eine gute Konsistenz hat. Der ist auch deckend. Und wenn man mal eure Fältchen hier sieht, so, dann könnt ihr ja durchsichtigen Lipgloss drüber tun. Und dann sieht man die nicht mehr. Und die sind wirklich schön. Von denen habe ich ja auch ein paar. Und wen es interessiert, die P2-Lippenstifte kosten 1,55 Euro. Genau. Dann, war ich jetzt durch. Und es ist eine Also jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ich euch nicht gesagt habe, was da drin sein wird. Aber ich finde, es ist eine gute Sache. Und ja, wer mein DM-Video gesehen hat, hat erfahren, dass ich halt eine getötete Feuchtigkeitscreme gekauft habe, die ich selber noch nie benutzt habe. Also die ist gerade im Testen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe sie euch auch, weil es eine gute Sache ist. Weil es bringt ja nichts, wenn ich euch ein Make-up kaufe oder ein Puder, das nicht eurem Ton entspricht. Also dann weiß ich gar nicht, was ihr damit anfangen könnt. Oder wollte da so aus wie verschenkt ist. Deswegen war das eine gute Idee, getönte Feuchtigkeitscreme von Balea für jeden Hauttypen.
Und der Preis liegt bei 2,65 Euro, glaube ich. Und wenn ihr das auftragen solltet, um das Produkt zu testen, dann würde ich euch empfehlen, eure Tagescreme drunter zu tun. Und dann lässt sie sich eigentlich auch sehr gut verteilen. Genau, finde ich eine gute Idee, das getönte Feuchtigkeitscreme. Sieht sehr natürlich aus. Und ja, dann habe ich euch gesagt, dass ich euch eine Wimperntusche besorge. Und ich habe mich für die Essence I Love Extreme Mascara entschieden, weil sie ja in YouTube sehr gehypt wird und ich sie selber noch nicht hatte. Jetzt habe ich sie mir nachgekauft und ich habe auch meine Wimpern damit getuscht. Sieht man das? Okay. Ja, die habe ich auf jeden Fall auch für euch gekauft. Das ist wirklich eine Riesenbürste. Ich mache es jetzt nicht auf, weil sonst, ja, das ist noch ein neues Produkt. Könnt ihr das sehen? Da ist noch nichts gedingstert. So gepusht und so. Und ja, die hat 2,25 Euro gekostet oder 2,45 Euro. Eins von beiden. Und ja, das ist wirklich eine Riesenbürste. Also, ja, I Love Extreme sagt es ja eigentlich schon aus. Und ja, wenn ihr sie testet, könnt ihr mir ja berichten, wie ihr sie findet. Es wäre eine coole Sache. Und ja, das habe ich euch gekauft. Dann haben wir jetzt ja schon eine Make-up, also getönte Feuchtigkeitscreme, Wimperntusche, Eyeshadow und Lippenstifte und Nagellack. Und was fehlt? Was fehlt? Ja? Nein, Spaß. Habt ihr es erraten? Ein Rouge. Und es ist, ein Rouge. ich habe mich für den Manhattan Powder Rouge Tender Touch entschieden. Da ist, glaube ich, gar nicht so viel drin. Aber das ist eine praktische Sache, wie ich finde, weil nämlich den habe ich ja auch, den nehme ich immer mit in die Schule, weil er so praktisch ist. Der ist klein und ihr habt einen Pinsel dazu. Und ja, wer keine keine Kosmetiktasche mitnimmt, ist es eine gute Sache. Der war ziemlich teuer, der hat 3 Euro noch was gekostet, aber der ist wirklich schön. Genau, was ich euch noch gekauft habe, was ich nicht erwähnt habe, ist eine Bodycream von Zuckerschnote Duft in Pflege. Ich weiß nicht, wie das riecht, aber es riecht bestimmt süß, Zuckerschnute. Und ja, hat um die 3 Euro gekostet und viel Spaß dabei mit dem Produkt. Genau. Und wenn ihr mein Verlosungsvideo geschaut habt, habe ich euch auch gesagt, dass ich euch Freundschaftsband kaufe. Und das habe ich heute auch getan. Ganz zufällig. Und das zeige ich euch jetzt auch. Also ich habe mich für sowas entschieden. Also eins bekomme ich. Und eins bekommt ihr. Ihr dürft euch sogar aussuchen, welches ihr wollt. Bei mir ist es eigentlich egal. Das ist einmal so ein... ist das weiß? Beige, weiß? Also, ach, ihr wisst schon. Ach, so ein Ton halt, ne? So eine Farbe. Und eins in pink. Und das ist mein Freundschaftsarmband für euch. Und das ist ein bisschen übertrieben, aber da ist halt ein Herz dran und bei dem Weißen ist halt so ein Schlüssel dran. Finde ich eine gute Sache, also wir sind jetzt nicht verliebt oder so. Aber es ist wirklich süß. Ihr könnt ja sagen, das ist der Schlüssel zu meinem Herz oder irgendwie sowas. Und ja, ich hoffe, dieses Video war für euch sehr informativ und die Sachen haben euch gefallen. Vielleicht habt ihr die noch nicht, vielleicht schon. Und ja, das Telefon klingelt. Genau, naja, ja, das war's auch schon. Telefon klingelt immer noch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr bleibt dran und freut euch auf die Sachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!